Eine Stunde. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Antrag der Fraktion der Piraten. Drucksache 2281, Hochschulfinanzierung transparent gestalten, Benachteiligung von Hochschulen durch leistungsorientierte Mittelvergabe beenden. Ich möchte hier einen Hinweis geben. Der Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 2281, wurde gemäß § 79 alt und § 82 neu, Absatz 2, Ziffer B der Geschäftsordnung vom Plenum an den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung mit der Maßgabe überwiesen, dass eine Aussprache und Abstimmung erst nach Vorlage der Beschlussempfehlung erfolgt. Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses für Innovation, Wissenschaft und Forschung liegen als Drucksache 4670 vor. In Verbindung damit der Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 4584, Nordrhein-Westfalens Hochschulen brauchen keine Entmündigungs- und Bevormundungspolitik. Wissenschaftsfreiheit und Hochschulautonomie müssen bestehen bleiben. Auch hier einen Hinweis. Der Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 4584, wurde gemäß § 79 alt und § 82 neu, Absatz 2, Ziffer B der Geschäftsordnung vom Plenum an den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung mit der Maßgabe überwiesen, dass eine Aussprache und Abstimmung erst nach Vorlage der Beschlussempfehlung erfolgt. Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses für Innovation, Wissenschaft und Forschung liegen als Drucksache 4842 vor. Und in Verbindung damit gibt es noch einen weiteren Antrag, nämlich den Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 4825, Hochschulzukunftsgesetz nicht reif für parlamentarische Beratung. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die Aussprache und erteile für die CDU-Fraktion dem Herrn Abgeordneten Laschet das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt zwei wichtige Themen in diesem Jahr 2014 für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes Nordrhein-Westfalen. Das eine war gestern die Energiepolitik. Und das zweite wichtige Thema ist die Hochschulpolitik. Wie stehen wir im Wettbewerb der anderen Länder da? Wie lassen sich die Erfolge des Rohstoffes Geist auch umsetzen in Innovationsfähigkeit, in Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen? Und deshalb haben wir diese Debatte am heutigen Tag beantragt und fragen uns, wie kommt es eigentlich, dass ausgerechnet SPD und Grüne im Moment die gesamte Hochschullandschaft gegen sie aufbringen? Ich frage mich, wenn die Frau Ministerpräsidentin bei diesem wichtigen Thema hier wäre, hätte ich Sie gefragt, was hat Ihnen eigentlich Frau Schulze getan, dass Sie sie in ein solches Himmelfahrtskommando hineinschicken? Was ist der Grund, dass man einer Ministerin zumutet, gegen die Rektoren der Fachhochschulen, der Universitäten, der Studentenwerke, der ASTEN, gegen die Hochschulräte, gegen alle, die sich in diesem Lande engagieren, in diesem Moment loszuziehen? Und dann haben wir geschaut in das Gesetz, um einmal zu sehen, was ist denn die Herausforderung, warum wir ein Gesetz brauchen? Man schreibt das ja meistens an den Anfang und da wird dann beschrieben, Dinge, die wir alle für richtig halten, wie beispielsweise die bundesweit doppelten Abiturjahrgänge und der gleichzeitige Bevölkerungsrückgang in Einklang gebracht werden, dass der Qualifikationsbedarf am Arbeitsmarkt und Studienpräferenzen in Einklang gebracht werden müssen, dass wir mehr Angebote in den Fachhochschulen brauchen, dass wir neue Formate brauchen, wie Berufsbildung und Praxis miteinander in Einklang gebracht werden sollen. Alles das ist die Beschreibung, weshalb die Landesregierung dieses Gesetz machen will. Und dann folgen allerdings 355 Seiten, die in einem Satz münden: Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der derzeitige Rechtsrahmen des Hochschulbereichs für einen angemessenen Umgang mit diesen Herausforderungen nicht ausreicht. Meine Damen und Herren, liebe Frau Ministerin, dieser Satz ist keine Beschreibung, das ist eine plumpe Unverschämtheit gegenüber den Hochschulen, die alles das geschafft haben.
Und so fassen die das auch auf. So fassen die das auch auf, wenn sie mit denen reden. Die laden doch im Moment in den Hochschulstädten die örtlichen Abgeordneten ein und versuchen im persönlichen Gespräch zu erklären, wir haben das geschafft mit diesem riesigen doppelten Abiturjahrgang. Der Rektor der Fachhochschule in Aachen, Herr Baumann, sagt, wenn wir nicht die Möglichkeiten gehabt hätten, die uns dieses Gesetz ermöglicht, das Ministerium hätte das nie gesteuert mit seinen Beamten aus Düsseldorf. Wir vor Ort haben das geschafft, und das muss man anerkennen und nicht in Häme über diese Leute reden. Die Hochschulen haben im Moment überall Neujahrsempfänge. In Paderborn sagt der Rektor, die Ministerin sagt, der Landtag muss im Sinne der Steuerzahler darauf bestehen, dass bei der Verwendung der Steuermittel größtmögliche Transparenz Standard wird. Ja, sagt er, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das machen wir doch alles. Aber wenn man einen solchen Satz formuliert mit einem solchen Gesetz, dann ist das eine Kampfansage, sagt er wörtlich, gegen die Hochschulen, was sie da machen. Sie formulieren Selbstverständlichkeiten und sagen, deshalb müssen wir jetzt wieder die Macht an uns ziehen. Und Sie haben gegen sich, Karl Schulteis, welcher Satz? Das sind die Zitate der Ministerin, das sind die Begründungen dafür, weshalb sie überhaupt dieses Gesetz macht. Sie sagt, die Ministerpräsidentin sagt in ihrer Jahrespressekonferenz, wir müssen wieder die Zügel anziehen. Nein, lassen Sie die Finger von den Zügeln, lassen Sie die Hochschule die Dinge machen. Montesquieu hat einmal gesagt, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu erlassen. Und wir haben die Idee entwickelt im Gesetz, dass evaluiert werden soll, was ist denn schiefgelaufen? Für welchen konkreten Punkt brauchen Sie denn ein neues Gesetz? Jetzt hat die Ministerin gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was die Professoren verdienen. Auch das ist eine Unwahrheit. Das trifft Leute wie Frau Gater, wie Frau Nelles, wie Herrn Schmachtenberg, wie Herrn Freimuth, wie die Rektoren der Fachhochschulen. Hoch anerkannte Leute müssen sich nicht von Ihnen sagen lassen, was sie verdienen. Sie haben es offengelegt und Sie wissen genau, was jeder einzelne Rektor in diesem Land verdient. Sie wissen es ganz genau. Das Gesetz, das geltende Gesetz sagt, Sie haben diesem Landtag bis zum Ende des Jahres 2012 zu berichten, was läuft schief, wo ist evaluiert worden und was muss verändert werden. Bis zum heutigen Tag liegt diese Evaluierung diesem Landtag nicht vor. Sie fahren nicht nur Attacken gegen die Hochschulen, sie missachten auch das Gesetz, sie missachten diesen Landtag, und auch das ist nicht akzeptabel. Legen Sie diesen Bericht vor! Lieber Herr Kollege, ich empfehle Ihnen, mit all den Rektoren einmal zu sprechen, mit den Studentenwerken zu reden, mit den Studierenden zu reden. Ich habe bisher vermutet, dass das nicht grüne Absicht ist, dass Grüne eigentlich ein anderes Freiheitsverständnis haben, dass sie den Fraktionsvorsitzenden haben, der weiß, was an der RWTH Aachen geleistet ist. Es kann nicht sein, dass die Grünen das teilen, was Frau Schulze hier im Krieg gegen die Hochschulen alles vertritt. Das kann nicht sein. Und diese Kleinkariertheit dieses Entwurfs, dieser 355 Seiten, die finden doch selbst inzwischen die eigenen Parteimitglieder peinlich. Nicht nur die, die Rektoren sind. In Bielefeld ist jetzt der bis 2009 tätige langjährige Planungsdezernent und stellvertretende Kanzler der Universität Hartmut Kraus aus der SPD ausgetreten. Der hat einen Brief geschrieben an die SPD-Parteivorsitzende, in dem er sagt, die Rückabwicklung des Hochschulfreiheitsgesetzes stelle den Zustand wieder her,
der dafür gesorgt hat, dass deutsche Hochschulen im internationalen Vergleich hinterherhinkten. Die Pläne von Ministerin Schulze seien für Studierende und Wissenschaftler demütigend und lähmend. Das sagt ein enttäuschter Sozialdemokrat, der ausgetreten ist. Und ich kann Ihnen mal sagen, wie man das anders machen kann. Es gab mal eine Wissenschaftsministerin, Karl Schulthess, du erinnerst dich, Anke Brunn. Die hat vor 20 Jahren eine Hochschulreform gemacht mit dem Titel Weniger Staat für die staatlichen Hochschulen. Die hat sich zusammengesetzt mit Rektoren, mit Kanzlern, die hat einen Gesprächskreis gehabt mit Studierenden und auswärtigen Experten. Und die haben dann entwickelt, wie sich der Staat aus den Hochschulen zurückziehen könnte. Die haben von 43 staatlichen Regelungsbefugnissen viele Zustimmungsvorbehalte abgeschafft und am Ende blieben nur noch 22 übrig. Also eine Tendenz, weniger Macht im Ministerium, mehr Macht in den Hochschulen. Die Rektoren, die mich in den letzten Tagen besucht haben, es hat kaum eine Gruppe gegeben, die nach meiner Wahl zum Vorsitzenden so gedrängt hat, bitte können wir mit Ihnen reden, können wir da noch was tun. Die haben mal im Word-Programm eingegeben, wie oft denn in diesen 355 Seiten das Wort Ministerium vorkommt. Im alten Gesetz circa 113 Mal, im neuen Gesetz 156 Mal. Das heißt auf Deutsch, 40 Mal weitere Rechte für das Ministerium, 40 Mal mehr Rechte für Beamte, 40 Mal mehr Entmündigung, 40 Mal mehr Zentralismus. Machen Sie es wie Frau Brunn, weniger Staat, nicht mehr Staat. Sie glauben ja, Sie wickeln schwarz-gelbe Gesetze ab. Sie glauben, Sie ärgern Herrn Pinkwart damit. In Wirklichkeit fallen Sie mit diesem Gesetz zurück hinter die Zeit der Wissenschaftsministerin Kraft. Sie fallen zurück hinter die Zeit von Frau Brunn. Sie gehen 20 Jahre rückwärts mit dem, was Sie jetzt planen. Und deshalb trage ich einfach die Bitte vor, die Rektoren und andere vorgetragen haben und die geltende Gesetzeslage ist. Wenn Handlungsbedarf ist, der mit diesem Gesetz nicht zu lösen ist, erstens benennen Sie ihn, zweitens bringen Sie in den Landtag den Bericht ein, wie es das Gesetz vorsieht, und wenn dieser Bericht hier ist, machen Sie dann ein neues Gesetz. Bei uns in den Hochschulstädten stehen alle Wahlkämpfer in den Startlöchern in der Hoffnung, hoffentlich beschließen die im März dieses Gesetz, dann werden wir in all den Hochschulstädten riesige Bündnisse für die CDU machen. Wenn es uns um das Thema Hochschulwettbewerb unter den Ländern geht, würden wir sagen, bringen Sie das Gesetz nicht ein, das schadet unserem Wahlkampf, aber es dient dem Land Nordrhein-Westfalen. Bringen Sie das Gesetz nicht ein. Wir versprechen Ihnen auch, mir hat einer geraten, wenn Sie das nicht einbringen, musst du den Rücktritt von Frau Schulze fordern. Ich sage heute zu, wenn Sie es nicht einbringen, werden wir das alles nicht tun. Wir werden dann zur Sachdebatte mit Ihnen eintreten und keinen Rücktritt fordern. Es ist wichtiger, dass die Hochschulen jetzt nicht beschädigt werden, als parteipolitische Punkte zu machen. Und deshalb bringen Sie in den Landtag kein Gesetz ein, bevor nicht evaluiert ist. Damit dienen Sie den Hochschulen in diesem Land. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Laschet. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Karl Schulthess. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, lieber Armin Laschet, dass du
jemand bist, der gerne zügellos polemisch diskutiert und debattiert, das wissen wir ja. Aber ja, das ist eine Feststellung, die, glaube ich, beweisbar ist. Aber ich muss schon sagen, der Vorwurf, hier wird ein Krieg gegen die Hochschulen, ist eine bodenlose Unverschämtheit und muss meines Erachtens gerügt werden. Nicht alles, lieber Kollege Armin Laschet, nicht alles, was man sagen kann, darf man sagen. Das ist unverantwortlich, gerade für einen Fraktionsvorsitzenden einer großen Landtagsfraktion. Ich hatte zunächst gedacht, am Freitag wird Armin Laschet das Grußwort an der RWTH sprechen, um dort bei der öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung RWTH transparent dann auch seine Argumente vorzutragen. Das war sozusagen heute hier die Generalprobe. Ich bin gespannt, was daraus werden wird, lieber Armin Laschet. Kümmern Sie sich um Ihre Goldfische, lieber Kollege Hegemann. Also, nein, hier wird zum Stand des Verfahrens. Es gibt noch gar keinen Gesetzentwurf, der den Landtag erreicht hat. Wir haben fast in jeder Sitzung Anträge zum Thema Weiterentwicklung der Hochschulgesetzgebung. Wir alle wissen, dass der Gesetzentwurf im Frühjahr das Haus hier erreichen wird. Wir werden Anhörungen durchführen, wiewohl ich ja vernommen habe, dass in dem Antrag der CDU beabsichtigt ist, sich gar nicht daran zu beteiligen an der weiteren Debatte. Insofern waren die Ausführungen von Armin Laschet an der Stelle schon etwas erhellender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Hochschulgesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland ist sehr unterschiedlich. Sie werden nicht behaupten können, ja, in den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg gibt es all die gesetzlichen Bestimmungen, all die Mitwirkungsrechte der Landesregierung, die es hier zurzeit nicht gibt und auch mit dem neuen Hochschulzukunftsgesetz nicht geben wird. Lesen Sie die Texte, lesen Sie genau, was dort steht. Und Sie werden dort nicht behaupten können, dass das Land Bayern und Baden-Württemberg, gerade die süddeutschen Länder, die ja auch in der Wissenschafts-, Forschungs- und Hochschulpolitik erfolgreich sind, schlechter dastehen, weil sie diese staatlichen Eingriffsmöglichkeiten haben, die wir gar nicht wollen in Nordrhein-Westfalen. Es ist absoluter Unfug, es ist absolute Polemik, die hier gefahren wird. Und lieber Kollege Laschet, Hochschulen sind nicht nur die Rektoren. Lesen Sie die Stellungnahmen, gerade auch der Beschäftigten an den Hochschulen. Es geht um gute Arbeit, es geht um Verhinderung von prekärer Beschäftigung. Es geht darum, das Studium studierbarer zu machen, Teilzeitstudium. All das steht in diesem Gesetzentwurf. Alles steht in diesem Referentenentwurf vielmehr. Lesen Sie genau, was dort steht. Dann können wir auch über Kritik diskutieren. Alle Stellungnahmen, gerade auch von den Hochschulrektoren, wenn man die mal textlich analysiert, auch der Hochschulräte, die bleiben im Allgemeinen. Da wird Stimmung wiedergegeben, aber keine am Text orientierte Kritik. Da wird zum Beispiel vom Rektor der Universität zu Köln kritisiert, dass Fakultäten das Promotionsrecht aberkannt werden soll. Das ist ein Vorschlag dieses Rektors selbst, den er hier bei einer Anhörung gemacht hat. Das kann der doch nicht der Ministerin vorwerfen. Und im Übrigen, der Text, diese 355 Seiten, wenn man mal genau durchliest, wie viel an diesem Text geändert wird im Vergleich zum vorherigen Gesetz, dann ist das sehr, sehr wenig. Diese 355 Seiten sind im Wesentlichen das Gesetz, das unter Schwarz-Gelb hier beschlossen worden ist. Das war auch so umfangreich. Hier den Eindruck zu erwecken, hier würde jetzt mit diesem Gesetz und dann 355 Seiten würde hier alles reguliert werden, ist absoluter Unfug. Im Wesentlichen bleibt das Gesetz so, wie es auch. So ist das. Das Gesetz bleibt so.
Nochmal, Kritik muss konkret sein, die kann nicht im Allgemeinen bleiben. Zu den Transparenzregeln. Zu den Transparenzregeln, die ja auch angesprochen worden sind. In allen Gesetzesvorhaben, die wir hier durchbringen, ob es die Sparkassen betrifft, die öffentliche Verwaltung, sind wir gehalten, Transparenzregelungen zu schaffen. Das ist einer der Hauptdiskussionspunkte, auch zwischen Regierungen, Landtagen, öffentlicher Verwaltung. Da können wir doch nicht den Hochschulbereich ausschließen. Ja, das geht doch nicht. Ja, ist beispielsweise auch, was die Drittmittelforschung angeht, ein Thema, das in Aachen ja diskutiert wird. Wer diesen Paragraphen 71a, da ist das nämlich geregelt, liest, weiß, dass die Hochschulen aufgefordert sind, in geeigneter Weise für eine Veröffentlichung der Drittmittelvorhaben. Das steht, das tun sie nicht. Das tun sie nicht. Das sind auch dann ist gleichzeitig in dem Gesetz zu lesen. Ich will noch mal klar machen, wenn man das genau liest, da wird rekurriert auf das Informationsfreiheitsgesetz. Die Bestimmungen gelten natürlich. Da geht es um persönliche Daten, da geht es auch um Betriebsgeheimnisse, die geschützt sind. Also hier einfach einen Popanz aufzubauen, ist eine Unverschämtheit und dient nicht der Weiterentwicklung unserer Hochschulgesetzgebung, meine Damen und Herren. Also das sind, oh Gott. Das Herr spricht, Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Siebeke von der CDU-Fraktion? Selbstverständlich. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, Herr Schulters, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich wollte gerade nur noch mal nachfragen, ob ich Sie richtig verstanden habe, dass Sie gerade die Kritik der Hochschulräte, der Rektoren, der ASTen, der Studentenwerke als Popanz bezeichnet haben, was die dort vorgetragen haben. Denn Sie haben gesagt, hier wird ein Popanz aufgebracht. Und das, ich habe nur gefragt, Herr Laschet hat das vorgetragen, was hier Hochschulräte, Rektoren, ASTen, Studentenwerken jetzt in der Öffentlichkeit mitgeteilt haben, an Neujahrsempfängen, in diversen Schreiben. Und Sie bezeichnen das als Popanz. Habe ich das richtig verstanden? Nein, ich habe die Ausführungen von Herrn Laschet als Popanz beschrieben. Lieber Kollege, und selbstverständlich ist ja nicht nur so, als ob Armin Laschet oder Sie oder einzelne Kolleginnen und Kollegen aus der Opposition Gespräche mit den Hochschulen führen oder mit den Hochschulräten, mit den Studierenden, mit den Verwaltungsräten der Studentenwerke, mit den Personalräten. Das tun wir natürlich auch. Und ich kann Ihnen sagen, die öffentlichen Äußerungen derjenigen unterscheiden sich sehr stark vom Gespräch, vom sachlichen Gespräch. Ich kann Ihnen ja nur, Sie haben doch nicht an den Gesprächen teilgenommen, an die ich geführt habe. Nein, die Gespräche sind sachlich. Die Kritik kommt natürlich auch, aber wir können in der Tat. Ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir diese Hochschulgesetzgebung, das wollen wir auch, die wollen wir auf den Weg bringen, dass wir hier auch ein Einverständnis erreichen werden mit den Beteiligten in den Hochschulen, was die wichtigen Bereiche angeht. Es geht um öffentliche Verantwortung des Landes, auch finanziell. 30% Steigerung der Haushaltsmittel in den letzten Jahren unter dieser Regierung, 30%, lieber Kollege Laschet. Es geht um gute Arbeit, Abschaffung der prekären Beschäftigung. Es geht um Mitbestimmung und Demokratie. Das ist auch ein Teil der Wissenschaftsfreiheit, ganz wesentliche Voraussetzung, dass Wissenschaft freiheitlich arbeiten kann. Und es geht auch darum, dass Studierende erfolgreich studieren können. Ganz wichtige Eckpunkte dieses Gesetzentwurfs, vielmehr des Referentenentwurfs. Und das können Sie nicht ignorieren. Das ist unsere Aufgabe. Und diese Aufgabe werden wir erledigen, indem wir auch den Referentenentwurf hier sachgemäß diskutieren werden. Dann wird es sicherlich auch Änderungen geben. Das gehört zu jedem Gesetzgebungsverfahren. Es geht durchaus um die Frage, nicht
ob, sondern wie. Und über das Wie werden wir gemeinsam diskutieren mit allen Beteiligten. Ich sage das noch mal. Wir werden auch gute Ergebnisse erzielen. Und das werden Sie nicht durch eine wirkliche Hervorhebung im Vokabular, was Sie hier vorgetragen haben, das werden Sie nicht ins Negative treiben können, lieber Kollege Laschet. Ich bin da zuversichtlich. Da sind mehr Leute unterwegs, die hier Einsicht haben, dass wir gemeinsam hier eine vernünftige Hochschulgesetzgebung in NRW auf den Weg bringen, die nach wie vor, schauen Sie sich alle anderen Gesetze der Länder an, das Hochschulgesetz NRW, das freiheitlichste, das Gesetz, das die Autonomie in den Mittelpunkt stellt, bleiben wird, auch nach diesem Gesetzgebungsverfahren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schultheiß. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Dr. Seiler. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, lieber Herr Laschet, wenn Sie heute verbal und politisch aufrüsten, dann geben Sie mir bitte doch einmal die Gelegenheit, Ihnen einige Titelüberschriften aus der nordrhein-westfälischen Presse aus dem Jahr 2006 in Erinnerung zu bringen. Denn auch das gehört heute zur Wahrheit dazu. In der Taz vom 22.04.2006 heißt es, Hochschulumbau heftig in der Kritik. Das Wissenschaftsministerium wird mit Stellungnahmen zum geplanten Hochschulfreiheitsgesetz überhäuft. Zitat Ende. Hochschulen gegen Freiheitsgesetz. Mehr Gängelung statt Autonomie. Also nochmal, mehr Gängelung statt Autonomie. Westdeutsche Allgemeine vom 27.04.2006. NRW-Wissenschaftsminister weist die breite Kritik an dem Hochschulfreiheitsgesetz zurück, steht in der WAZ vom 28.04.2006. Ich zitiere weiter, Senate der Unis lehnen wesentliche Teile des geplanten Hochschulfreiheitsgesetzes ab, vor allem die Einführung eines Hochschulrats, Aachener Nachrichten vom 21.04.2006. Heißt die Bochumer Ruhr-Universität demnächst Ruhrgas-University, fragt eine Zeitung provokativ auf das neue NRW-Hochschulgesetz. WAZ vom 10.02.2006. Und zum Schluss, Herr Laschet, die Aachener Nachrichten. Herr Laschet, die Aachener Nachrichten titeln am 21.04.2006, hören Sie gut zu, Zitat, doch nun sagt die breite Mehrheit der 37 nordrhein-westfälischen Hochschulen so nicht, Zitat Ende. Ja, das habe ich einfach mal recherchiert. Sie werden es gemerkt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Schlagzeilen stammen nicht aus dem Jahre 2013, sondern sind aus 2006. Und es handelt sich dabei auch nicht um den aktuellen Referentenentwurf, sondern um das sogenannte Hochschulfreiheitsgesetz des damaligen Wissenschaftsministers Pinkwart. Ich war dabei. So. Und ich weiß nicht, wie Sie Vergangenheitsbewältigung betreiben. Ich zumindest erinnere mich an Massendemonstrationen des Hochschulpersonals in Aachen, in Köln, in Bonn. An allen Hochschulen waren wir, an den großen Hochschulstandorten und an den sogenannten Bildungsstreik der Studierenden. Also es gehört ein außerordentliches Maß an Geschichtsverdrängung dazu, wenn Sie diese Tatsachen heute einfach ausblenden, Herr Laschet. Und ich sage Ihnen, Sie können auch gerne eine Schlammschlacht haben, wenn Sie das möchten, aber Wurfmaterial, dazu gibt es aus Ihrer Regierungszeit mehr als genug. Aber ich möchte Ihnen auch lieber an dieser Stelle die sachliche Variante anbieten und Ihnen an drei Punkten darstellen, warum wir im Jahr 2013 eine Novellierung des Hochschulgesetzes von 2006 für notwendig halten und für richtig halten. Erstens, das von Ihnen 2006 auf den Weg gebrachte Hochschulfreiheitsgesetz ist nach der jüngsten Rechtsprechung in entscheidenden Fragen verfassungswidrig. Ich weiß ja nicht, ob Sie mal die Anhörungsunterlagen gelesen haben dazu. Das betrifft sowohl die Fülle der Entscheidungskompetenzen des Hochschulrates als auch Defizite bei der hochschulinternen Willensbildung.
Und deshalb ist es schon aus rechtlichen Gründen geboten, das pinkfartsche Steuerungsmodell von Hochschulrat, Leitungsebene und Senat, das ja weit übers Ziel hinausgeschossen ist, das war das weitestgehendste Modell in der ganzen Bundesrepublik, aber auch das weitestgehendste an der Stelle, das sozusagen nachgebessert werden muss. Es ist übers Ziel geschossen und ist wieder auf eine saubere Grundlage zu stellen. Und das wissen alle Hochschulräte und das wissen die Hochschulpolitiker in diesem Raum hier auch. Es gibt Nachsteuerungsbedarf bei der Rektorwahl und bei der Rückführung von Entscheidungskompetenzen auf den Senat. Hier muss das letzte Wort bei der Hochschule liegen und nicht beim Hochschulrat. Und diese nicht unwesentlichen Korrekturen zur Stärkung der Kollegialorgane und nicht zuletzt zur Sicherung der Wissenschaftsfreiheit sieht der aktuelle Referentenentwurf vor. Zweitens. Durch die Verselbstständigung der Hochschulen ergibt sich logischerweise auch eine erhöhte Notwendigkeit zu einer übergreifenden Landesplanung. Wir reden heute von 37 Hochschulen, die öffentlich-rechtlich sind, aber wir haben insgesamt sogar 71, die wir mit in den Blick nehmen müssen, wo ja auch private dazugehören, die von uns staatlich anerkannt sind. Das wurde auf der letzten Anhörung zum Thema deutlich gemacht von Professor Löwer, den Sie ja auch sehr gut kennen, der das Fehlen eines Hochschulentwicklungsplans monierte und ausdrücklich einforderte. Nicht zuletzt, um die Fächervielfalt, auch die sogenannten Kleinfächer in Nordrhein-Westfalen zu sichern. Das war der zweite Punkt. Und ich frage mich an dieser Stelle, welches parlamentarische Selbstverständnis Sie haben, wenn Sie als Gesetzgeber nicht einmal über die strategischen Ziele und Eckpunkte dieser größten Hochschullandschaft diskutieren wollen. Das hat doch überhaupt nichts mit Detailsteuerung und Gängelung zu tun, nicht im Entferntesten. Ganz im Gegenteil, wir haben eine exzellente Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen, die wir in ihrer Profilierung stärken wollen. Und es täte diesem Parlament gut an, wenn wir da häufiger mal drüber diskutieren würden. Drittens, die Einführung einer zeitgemäßen Mitbestimmung in den Hochschulgremien ist längst überfällig. Nur Deutschland kennt so etwas wie das Hochschulurteil, mit dem seit den 70er Jahren die Professorenmehrheit quasi in Beton gegossen wurde. Und Herr Laschet, Sie haben ja von Aachen sicher auch schon mal den Blick nach Maastricht geworfen. Das ist ja nicht so weit weg. Im niederländischen Hochschulsystem gehört es zum Tagesgeschäft, die Studierenden in den Gremien zu 50% zu beteiligen und mitentscheiden zu lassen, auf allen Ebenen. Und wenn das neue Hochschulgesetz den Hochschulen Möglichkeiten gibt, neue Formen der Partizipation zu erproben, dann finde ich, dass es keinen besseren Experimentierraum gibt als unsere Hochschulen, die ja schließlich Orte des Diskurses sind und Keimzellen für gesellschaftliche, technische und auch soziale Innovationen. Und vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen, wenn Sie sich die Historie Ihrer Gesetzgebung im Hochschulbereich ansehen, täten Sie gut daran, sich endlich mal auf die Sachdiskussion einzulassen und Ihre Verschwörungstheorien zurückzunehmen. Natürlich ist das jetzt ganz praktisch im Wahlkampf, das kann ich ja verstehen, aber wir sollten auch wieder zur Sache zurückkehren. Wir befinden uns, was das Gesetzgebungsverfahren angeht, gerade einmal im Stadium des Referentenentwurfs. Derzeit werden die Stellungnahmen der Hochschulen und Verbände ausgewertet. Es liegt also nicht einmal ein Regierungsentwurf vor, der durchs Kabinett gegangen ist und auf den Sie sich heute beziehen könnten. Also brauchen wir an der Stelle auch nichts zurückzuziehen. Und deshalb gibt es hier nichts, logischerweise, was wir als Parlament zurückziehen könnten. Alle Beteiligten sind derzeit gut beraten, im Interesse der Sache miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist richtig. Und wenn Sie sich in Ihrem Antrag wünschen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion, man möge den Wissenschafts- und Hochschulstandort Nordrhein-Westfalen nicht nachhaltig schädigen, dann wären Sie als Erste an der Reihe, dies zu beherzigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Seidel. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Abgeordnete Freimuth. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Schultheiß, ich habe gelesen, genau wie die vielen Beteiligten an den Hochschulen auch, und ich finde es eine Unverschämtheit, dass Sie uns hier alle miteinander für dumm verkaufen wollen. Sie können doch nicht allen Ernstes völlig ausblenden, dass die Hochschulen in seltener Einigkeit Studierendenvertreter, Studentenwerke, Wirtschaft, Protestnoten ohne Ende in einer Detailschärfe hier vorlegen und gegen diesen Referentenentwurf protestieren.
Über 800 Wissenschaftler fordern auf, diesen Entwurf im Interesse der Leistungsfähigkeit des Wissenschaftsstandortes Nordrhein-Westfalen zurückzuziehen. Und Forschung und Industrie weisen darauf hin, dass hier der Verlust von Arbeitsplätzen droht, dass hier Forschungsgelder abgezogen werden können. Der Aster der Universität Duisburg-Essen bezeichnet ihr Vorhaben als ein Entmündigungspapier und so weiter und so weiter. Die Liste ist ellenlang, sie geht in Detailtiefen hinein, die ich jedenfalls in der heutigen Debatte gar nicht gehört habe und für die ja heute Morgen leider auch die Zeit nicht bleibt. Aber die Reaktion der Landesregierung und offensichtlich der sie tragenden Fraktionen ist hier einfach frei nach den Pinguinen von Madagaskar. Lächeln, liebe Freunde, einfach lächeln. Inhaltslose Beschwichtigungen und der vormals propagierte ergebnisoffene Dialog wird hier wirklich nur noch als ein Lullen enttarnt. Die Absicht ist offen und liegt zur Erkenntnis vor. Es geht hier ausschließlich um Diktat, um Eingriffsoptionen, um Eingriffe in die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre. Und jetzt lassen Sie mich an der Stelle einen Punkt, weil wir ja konkret bleiben wollen, ist ja gerade darum gebeten worden. Die Hochschulen bräuchten eine Landesplanung. Ja, aber das jetzige Gesetz gibt reichlich Möglichkeiten vor. Ich habe bisher noch nicht erlebt, dass diese Landesregierung auch nur ein einziges Instrument des bestehenden Hochschulfreiheitsgesetzes dafür genutzt hätte. Und jetzt, wenn das Beispiel kommt mit den Berufsschullehrern, die würden doch so fehlen, ja, dann empfehle ich doch mal das von Ihnen selber propagierte Mittel des Dialogs. Rufen Sie doch einfach mal Professor Schmachtendack von der RWTH Aachen an und fragen den mal und besprechen mit dem mal, beschnacken mal, wie Sie denn diese Auslastungskapazität von 49%, die er im Augenblick halt bei den Studienplätzen für Berufsschullehrer hat, bei den Ausbildungskapazitäten, wie man die denn steigern kann. Wäre ja mal vielleicht eine gemeinsame Maßnahme auf Augenhöhe, Hochschule und Land. Gibt es in anderen Bereichen ja auch, aber mit der Augenhöhe scheint das ja ohnehin so eine Sache zu sein. Jedenfalls ist ein Interesse daran nicht erkennbar. Lesen Sie einfach mal das geltende Gesetz, wenn wir schon beim Thema Lesen sind, und so nutzen Sie die darin vorgesehenen Instrumente. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unter dem Hochschulfreiheitsgesetz konnten sich die Hochschulen erfolgreich entwickeln. Steigerung der Drittmittel von 2006 bis 2011 um mehr als 50%, Erhöhung der Absolventenquote, Bewältigung des doppelten Abiturjahrgangs, Verbesserung der Studienbedingungen und Exzellenz im Wettbewerb. Der gesunde Menschenverstand würde an dieser Stelle einfach sagen, die Hochschulen brauchen keine Bevormundung, was gelehrt werden soll, wie geprüft werden soll oder worüber geforscht werden soll. Sie brauchen keine juristisch fragwürdigen Rahmenvorgaben für Personal-, Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten. Und die Krone ihrer zerstörerischen Ignoranz, um den Begriff des Rektors der Universität zu Köln, Professor Freimuth, aufzugreifen, ist dann die Finanzierung der Hochschulen unmittelbar an politische Steuerungselemente zu koppeln, nach dem Motto, wer nicht spurt, wird ausgehungert oder dem wird das Promotionsrecht entzogen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, das ehemalige SPD-Mitglied Hartmut Kraus und der ehemalige Stellvertreter des Kanzlers der Universität Bielefeld darf zitiert werden, und das tue ich hier. Die geplanten Sanktionierungsmaßnahmen für den Fall des Ungehorsams einer Hochschule haben verblüffende Ähnlichkeiten mit Strukturelementen des realen Sozialismus der ehemaligen DDR. Zitat Ende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, anstatt die Rahmenbedingungen für gute Arbeit sowohl der Beschäftigten als auch der Studierenden zu verbessern, will Frau Ministerin demnächst ministerielle Quoten für leistungsunabhängige Studienabschlüsse vorgeben und darüber entscheiden, welche Inhalte und Prüfungen für Studienabschlüsse zukünftig ausreichen. Das ist doch absurd! Alle hilflosen Rechtfertigungsversuche sollen doch nur verschleiern, dass eine Politik nach Kassenlage, die sich leider bereits verschlechternden Rahmenbedingungen für Studium sich dann eben nicht in Absolventenquoten niederschlagen. Das Hochschulbevormundungsgesetz soll einen Prozess der Mittelkürzung einladen, denn wie sonst ließe sich die Rechtfertigung des Gesetzesvorhaben mit der Schuldenbremse 2020 so durch die Ministerin anders erklären. Damit herrscht nämlich Transparenz bei ihren wahren Absichten. Die Freiheit der Wissenschaft, Forschung und Lehre sind essentiell. Schade, dass Sie das noch nicht durchdrungen haben. Unsere Hochschulen sind Labore der Zukunft und sie dürfen nicht zum ideologischen Spielball von Rot-Grün werden oder zum finanzpolitischen Steinbruch des Landes. Sonst, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, hätten wir aus unserer Vergangenheit nichts.
aber auch rein gar nichts gelernt. Lassen Sie mich schließen mit einem weiteren Zitat des ehemaligen stellvertretenden Kanzlers der Universität Bielefeld. Der Gesetzentwurf ist so fürchterlich dumm, für die Wissenschaft so wenig förderlich und für ambitionierte Studierende und Wissenschaftler so wenig inspirierend, dafür demotivierend und lähmend. Und da ich ja gerade von Frau Dr. Seidel gelernt habe, wir sind noch gar nicht in dem Verfahren, wo man was zurückziehen könnte, sage ich einfach, verwerfen Sie ihn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Für die Fraktion der Piraten spricht Herr Dr. Paul. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Hochschulentmündigungsgesetz, Hochschulentmündigungsgesetz, Hochschulentmündigungsgesetz. Liebe Kollegen von der FDP, die Platte hat einen Sprung. Das erinnert mich an meinen alten Plattenspieler, wenn die Zapperplatte mal wieder hakte. Nur hatte der eindeutig die besseren Texte. Wieder einmal dürfen wir beobachten, dass Ihnen nichts, aber auch gar nichts einfällt, um die NRW-Hochschulen und deren Mitglieder wirklich zu stärken. Und auch die ständige Wiederholung macht es nicht besser. Getretener Quark wird breit, nicht stark. Das gilt auch für den Unionsantrag. Ich weiß ehrlich nicht, ob man diese Form der Rhetorik im RCDS oder bei der Jungen Union gelernt hat, aber es ist kein Deut besser, als in K-Gruppen-Manier dogmatische Ideologie zu verspritzen. Das ist nicht sachgerecht und der Debatte um unsere Hochschulen in Nordrhein-Westfalen wirklich unwürdig. Die Anträge von FDP und CDU reihen sich ein in die Reihe der Anträge, die keinen weiterbringen, weil sie die Konflikte befeuern. Und das schadet unserem Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen gewaltig. Eigentlich muss man gar nicht wie eben den Herrn Goethe bemühen. Mein Kollege Frank Herrmann von gestern tut es auch. Ist das ein Antrag oder kann das weg? Das kann weg, meine Damen und Herren. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Professor Dr. Steinberg zulassen? Aber gern. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage genehmigen, Herr Dr. Paul. Meine Frage geht dahin, Sie sprachen gerade von dem Hochschulentmündigungsgesetz. Wenn ich die Kollegin Freimuth vorhin richtig verstanden habe, hat sie vom Hochschulbevormundungsgesetz gesprochen. Dieser Ausdruck Hochschulentmündigungsgesetz, ist das richtig, dass der vorkommt in einem Schreiben von dem Bonner Juristen Professor Löwer und mittlerweile weit über 800 Hochschullehrern in Nordrhein-Westfalen an die Ministerin gerichtet worden ist? Wenn ich richtig informiert bin, steht da der Ausdruck Hochschulentmündigungsgesetz drin. Ist also keine Erfindung von irgendwelchen Oppositionsparteien hier, sondern meine Frage ist, ob Sie das kennen, dass hier wirklich über 800 Hochschullehrer diesen Ausdruck gebrauchen. Ja, selbstverständlich wissen wir das. Aber 800 Hochschullehrer sind nicht alle Hochschullehrer, Herr Steinberg. So. Wenn Sie uns Piraten an der Stelle immer wieder das Credo eines Mehrstaat vorwerfen, dann sind Sie aber absolut schief gewickelt. Es hilft nicht, Herr Laschet, die große Pyramide mit dem Ministerium an der Spitze durch viele, viele kleine Pyramiden zu ersetzen, die dann in einem Meer des Wettbewerbs schwimmen. Das bringt auch nichts. Netzwerkmanagement ist das Zauberwort, was die Hochschulen angeht. Und Ihre eindimensionale Betrachtung der Dinge ist nicht unsere. Wir sehen die Dinge da schon aus mehreren Blickwinkeln, denn die Stimmen der Hochschulen sind weit mehr als die Stimmen nur der Hochschulleitungen. Und man kann den Eindruck gewinnen, dass Sie die Hochschulleitungen immer pars pro toto nehmen. Für die Piraten, passen Sie auf, für die Piraten stehen in erster Linie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich weiß, das ist durchaus eine Horizontfrage, ich stimme Ihnen da ja zu. Für die Piraten stehen also in erster Linie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und deren Teams im Mittelpunkt. Und ja, auch die Studierenden sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und nicht, wie heute oftmals erlebt, nur lästige Pflicht im Streben nach Drittmitteln und im Ellbogenwettbewerb der Hochschulen untereinander. Aber nun zum eigentlichen Problem mit dem Referentenentwurf, denn auch uns ist dieser erste Entwurf definitiv zu kurz gesprungen. Wir kritisieren, dass wirkliche Autonomie der Wissenschaft mit einem Hochschulrat, der immer noch zu viele Befugnisse hat, nicht erreicht werden kann. Das haben wir hier schon beantragt, aber SPD und Grüne wollen die Ausrichtung des Hochschulgesetzes in Richtung einer wirklichen Wissenschaftsautonomie offensichtlich nicht mitgehen. Unser Antrag und die Anhörung zu dem Beratungsgegenstand der Globalhaushalte und der leistungsorientierten Mittelvergabe haben eindeutig belegbar gezeigt, dass Globalhaushalte Mängelverwaltungsinstrumente sind bzw. geradezu dazu einladen.
Und der hier jährlich vorgelegte Haushalt zu den Hochschulen ist ein Spiegelbild dieser Intransparenz. In Ihrem Referentenentwurf wollen Sie das zaghaft ändern, aber auch hier verweigern Sie sich nach unserer Auffassung, das Problem wirklich an der Wurzel zu packen. Was des Weiteren gänzlich fehlt im Referentenentwurf, sind Bestrebungen, Open Access im Hochschulgesetz zu verankern. Also die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen im Sinne der immer wieder bemühten Informations- und Wissensgesellschaft. Also wir machen das jetzt mal mit der Informations- und Wissensgesellschaft, nur eben ohne Information und ohne Wissen. Man könnte ja die NSA fragen mit dem Public Access. Ich bin sicher, die kriegen das aus dem Stand hin. Von Hochschulzukunft kann folglich nicht geredet werden, sondern es handelt sich nach unserer Auffassung um eine Hochschule weiter so Gesetz in der leidigen Tradition des New Public Management und der Poesie aus Gütersloh. Wenn das Ihre Auffassung von Hochschulzukunft ist, dann kann einem nur Angst und Bange werden, denn mit moderner Bildungspolitik, geschweige denn modernem Management von hochsensiblen Prozessen mit offenem Ausgang an den Rändern unseres Wissens, denn nichts anderes ist Wissenschaft, hat das nicht das Geringste zu tun. Wir hatten nach der langen Vorbereitungszeit für den Referentenentwurf doch ein wenig mehr erwartet. Schade. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schulz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben hier vor Weihnachten in diesem Parlament ein ganz klares Signal gesetzt, nämlich mit dem Haushalt 2014. Wir haben hier ein Rekordbudget für Wissenschaft und Forschung entschieden. Wir haben fast 6 Milliarden Euro hier für die Hochschulen zur Verfügung gestellt. Das ist so viel Geld wie nie zuvor in der Geschichte dieses Landes. Und es ist übrigens 30% mehr als 2010, als wir die Regierung übernommen haben. Also, meine Damen und Herren, wir stehen sehr gut da. Wir stehen übrigens auch sehr gut da im Vergleich der Länder. Ich empfehle da noch mal sehr, sich die gerade erschienenen Basisdaten anzusehen vom Wissenschaftsrat. Der Wissenschaftsrat macht noch mal sehr deutlich, dass Nordrhein-Westfalen mit seinem Anteil für Wissenschaft und Forschung an den öffentlichen Ausgaben an der Spitze der Bundesländer liegt, übrigens vor Baden-Württemberg und vor Bayern. Das ist eine enorme Leistung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hier in unserem Land. Aber ja, Herr Laschet, es gibt zentrale Unterschiede zwischen CDU und FDP und SPD und Grünen. Ganz klar. Sie haben auf die unternehmerische Hochschule gesetzt. Sie haben die Hochschulen in einen Wettbewerb geschickt, von dem heute Leiter von Hochschulen sagen, es sei eine Kannibalisierung, die dort auf den Weg gebracht wurde. Sie haben, können Sie nachlesen, kann ich Ihnen auch gerne das Zitat noch mal bringen. Sie haben gnadenlos auf Markt gesetzt. Sie haben die Studiengebühren nach vorne gebracht, statt die Hochschulen zu unterstützen. Herr Laschet, es gab übrigens Laschet, es gab 12 schwarz-gelbe Landesregierungen. Keine von denen hat das amtierende Gesetz kopiert. Keine dieser Regierungen. Ja, es gibt einen fundamentalen Unterschied. Für uns ist Bildung eine öffentliche Aufgabe und keine Privatsache, die vom Geldbeutel derjenigen abhängt, die an Bildung partizipieren sollen. Für uns ist Bildung kein normaler Markt. Es ist uns nicht egal, ob wir genug Ingenieurinnen und Ingenieure in einem Industrieland wie Nordrhein-Westfalen haben. Wir wollen uns darum kümmern, weil wir brauchen sie. Und es ist uns auch nicht egal, ob wir genug Berufsschullehrer haben. Das gesamte System der dualen Ausbildung hängt daran, dass es uns gelingt, Berufsschullehrerinnen und Lehrer in diesem Land zu gewinnen. Und sich da einfach zurückzulehnen und zu sagen, na, wenn das keiner studiert, dann ist es halt so. Das ist nicht die Haltung der SPD und nicht die Haltung der Grünen. Meine Damen und Herren,
uns... Frau Ministerin, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Haftmann... Ich würde das jetzt gerne ausführen, danach gerne. Meine Damen und Herren, uns ist es nicht egal, wenn fast die Hälfte der Studierenden in technischen Fächern ihr Studium abbricht. Das ist uns nicht egal, weil wir brauchen diese jungen Leute. Wir brauchen sie für die Forschung, wir brauchen sie für die Bildung. Und wir wollen uns darum kümmern, dass ein erfolgreiches Studium in Nordrhein-Westfalen möglich ist. Führen Sie jetzt eine Zwischenfrage? Ja, ja. Bitte schön, Herr Kollege. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Sie haben gerade davon gesprochen, dass zu wenig Menschen oder zu wenig Studierende Berufsschullehrer werden wollen und das studieren. Mich würde jetzt nur interessieren, weil Sie ja keinen Vorschlag gemacht haben, wie sich das ändern soll, ob Sie jetzt diese Studierenden verpflichten wollen, dieses Studium anzunehmen, damit man tatsächlich auch die Quoten erfüllt. Was ist Ihr Vorschlag denn tatsächlich, um das umzusetzen? Nee, Sie haben ja keinen Vorschlag gemacht. Natürlich, sagen Sie doch mal. Sie haben doch nicht von einem Liberalen gehört, so eine Frage schon. Wir sind überzeugt davon, dass Hochschulen auch einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag haben. Und dass wir diesen... Wollen Sie die Antwort nun hören oder nicht? Sie machen das doch. Beschimpfen Sie doch nicht immer die Leute. Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Also die Hochschulen haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Und da ist es nicht so, dass wenn 37 Hochschulen jeweils ihr Profil entwickeln, dass am Ende des Tages das Landesinteresse entsteht. Und natürlich haben wir dann einen Auftrag als Land, uns darum zu kümmern, dass das Berufsschullehramt attraktiver wird, dass es sichtbar wird für Studierende, dass wir Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer wieder bekommen. Natürlich hat das Land diesen Auftrag. Und diesen Auftrag werden wir ernst nehmen. Wir wollen... Es liegt eine weitere Frage der Frau Abgeordneten Freimuth vor. Darf ich die Frage erst noch zu Ende beantworten? Dann nehmen wir direkt die nächste Frage. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir sowas wie eine Landesplanung brauchen. Im aktuellen Gesetz steht das zwar drin, es steht aber nicht drin, wie man sowas überhaupt ausführen soll. Und deswegen haben wir das im Referentenentwurf sehr ausführlich beschrieben, dass wir sagen, es soll hier Eckpunkte... Wollen Sie es jetzt hören oder nicht? Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Ministerin beantwortet gerade die Frage. Es gibt noch weitere Fragen an die Frau Ministerin. Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Bitte schön. Also wir wollen einen Landeshochschulentwicklungsplan, die Eckpunkte hier mit dem Parlament vereinbaren. Und dann wollen wir in einem Gegenstromprinzip mit den jeweiligen Hochschulen Verträge schließen über die Leistungen, die die Hochschulen dann bringen und über das Profil, was jede einzelne Hochschule dann da einbringt. Das ist ein Verfahren, was dann auch funktioniert, was man wirklich voranbringen kann und was dazu führt, dass sowohl das Landesinteresse gewahrt bleibt, als auch das Profil jeder einzelnen Hochschule entwickelt werden kann. Dankeschön. So, jetzt habe ich, liebe Kollegen, ich habe noch zwei weitere Wortmeldungen, zunächst von der Frau Kollegin Freimuth. Ja. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie die Zwischenfragen oder Nachfragen auch zulassen. Liegt sicherlich auch daran, dass ja vorhin auch Detailschärfe hier erbeten wurde. Ich will jetzt auch gar nicht der Versuchung erliegen, das Gegenstromprinzip näher erläutert zu bekommen oder mein Verständnis von Landesplanung, dass man das eben gemeinsam mit den Hochschulen und dem Parlament entwickelt, zu erörtern. Ich möchte gerne von Ihnen ganz konkret an dem von Ihnen gerade nochmals angeführten Beispiel der Berufsschullehrer, was Sie ganz konkret gemeinsam mit den Hochschulen erarbeiten wollen oder den Hochschulen vorgeben wollen oder Studierenden vorgeben wollen, damit dann dieser Berufsschullehrerstudiengang auch tatsächlich ergriffen wird. Weil die Plätze sind da, nur die Studierenden wollen das Fach nicht studieren. Was ganz konkret wollen Sie da machen? Bitte schön, Frau Ministerin. Frau Freimuth, das habe ich eben in aller Deutlichkeit erläutert. Und ich glaube nicht, dass es dem Parlament angemessen ist, es nochmal zu tun. Ich will Ihnen aber gerne auch die weiteren Unterschiede darstellen, die es zwischen CDU und FDP und SPD und Grünen da gibt. Wir kümmern uns um das Thema Transparenz. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um entsprechende Aufmerksamkeit, damit die Ministerin auch ihre Ausführungen durchführen kann. Wir kümmern uns um das Thema Transparenz, weil wir fest davon überzeugt sind, dass bei diesem großen Teil des Haushalts, bei über 12% dessen, was das Parlament hier beschließt, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ein Anrecht darauf haben, auch zu erfahren,
was mit diesen Mitteln passiert. Da sind wir Anwalt der Steuerzahler, und das ist auch die Aufgabe einer Landesregierung. Frau Ministerin, es liegt eine Frage des Herrn Abgeordneten Höhne von der FDP-Fraktion. Ich würde jetzt gerne wenigstens mal zwei Sätze am Stück zu dem sagen, was die Unterschiede sind. Es geht uns um das Thema gute Arbeit, übrigens auch an den Hochschulen, weil wir sind da inzwischen in einem internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe, und wir müssen uns darum kümmern, dass wir für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und für die Beschäftigten an den Hochschulen wirklich gute Arbeitsbedingungen bereitstellen, weil wir brauchen diese klugen Köpfe, die sich an den Hochschulen befinden. Das sind wichtige Themen. Es geht uns um das Thema Mitbestimmung und hochschulinterne Demokratie. Weil natürlich müssen die Hochschulen da Vorbild sein, müssen das die Schulen der Demokratie sein, weil dort können auch neue Dinge entwickelt werden. Ich würde aber gerne auf zwei Punkte noch mal etwas genauer eingehen. Und das ist die Frage zum ersten der Evaluation. Wir haben jetzt 2,5 Jahre mit allen Beteiligten in den Hochschulen intensive Diskussionen geführt. Es gab eine ganze Reihe von Workshops, es gab Tagungen, es gab Diskussionsrunden, große und kleinere. Und ich bin fest davon überzeugt, dass noch kein Hochschulgesetz so intensiv in die Evaluation der täglichen Praxis an den Hochschulen eingestiegen ist und dass es noch nicht so sorgfältig evaluiert worden ist, wie wir das getan haben. Das hat viel Zeit gekostet, ja, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das gut investierte Zeit war. Frau Ministerin, dazu gibt es eine, Frage des Kollegen Dr. Berger von der CDU-Fraktion. Ja, gerne. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie die Frage zulassen zur Evaluation. Die Evaluation steht im bestehenden Hochschulfreiheitsgesetz drin. Sie hätte bis 2012 erfolgen müssen. Sie haben gerade gesagt, Sie hätten das bestehende Gesetz evaluiert. Unseres Erachtens ist das nicht der Fall. Es liegt dem Landtag keine Evaluierung des Hochschulfreiheitsgesetzes vor. Sehen Sie das genauso, oder wann kommt die Evaluierung? Denn außer Gespräch ist nichts passiert. Sind Sie der Auffassung, dass das Hochschulfreiheitsgesetz evaluiert worden ist? Bitte schön, Frau Ministerin. Herr Berger, ich weiß, dass wir da Unterschiede einfach in der politischen Methodik haben. Das ist doch einfach so. Wir reden mit den Betroffenen. Wir reden mit den Betroffenen. Wir machen sie zu Beteiligten. Wir organisieren diesen Dialog. Dass das in schwarz-gelben Zeiten anders war, das haben wir registriert, aber dafür haben Sie ja auch die entsprechenden Abrechnungen bekommen. Ich möchte aber noch auf einen zweiten Punkt eingehen, und das sind die Drittmittel. Können Sie noch mal versuchen, ob wir... Bitte sehr herzlich auch bei einem... Ich würde gerne auf den zweiten Thema, was zur großen Auseinandersetzung für dessen Ministerin zugehört wird, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich würde gerne noch auf einen zweiten Punkt eingehen, weil das ein meines Erachtens sehr wichtiger Punkt ist. Und das ist die Diskussion um die Drittmittel. Da sind wirklich falsche Dinge öffentlich auch verbreitet worden. Da ist wirklich nicht in das Gesetz hineingeguckt worden. Und da bitte ich um eine Differenzierung, weil das wichtig ist für das Industrieland Nordrhein-Westfalen. 80% der Drittmittel sind öffentliches Geld. Das ist Geld, was von der EU kommt, vom Bund kommt, was über Projekte in die Hochschulen hineingeht. 20% kommt von anderen. Das macht insgesamt 2% des gesamten Budgets der Hochschulen aus. Der Referentenentwurf sagt nun, dass die Hochschulleitungen in geeigneter Weise öffentlich machen sollen, welche Drittmittel sie bekommen. Das können am Ende des Tages auch nur die Hochschulen entscheiden, was die geeignete Weise ist. Es gibt Hochschulen, die haben Projekte im geisteswissenschaftlichen Bereich, die haben eine Laufzeit von 15 oder 20 Jahren. Da macht es großen Sinn, so ein Projekt direkt am... Ach, Herr Laschet, Sie müssen es auch mal aushalten, dass Ihnen das erläutert wird. Hochschulpolitik ist ein spannendes Feld. Ich freue mich ja, dass Sie sich da so intensiv hineinbegeben.
Also die Hochschulenleitungen entscheiden, in welcher Art und Weise sie das öffentlich machen. Ich habe da ein großes Vertrauen, dass die Hochschulleitungen das auch können. Ich weiß auch nicht, wo dieses Misstrauen herkommt, dass Hochschulleitungen das nicht könnten. Und meine Damen und Herren, ich bin fest davon überzeugt, dass es gerade für ein Industrieland wie Nordrhein-Westfalen wichtig ist, dort auch zu einem gemeinsamen Standard unter den Hochschulen zu kommen. Die RWTH Aachen, die Bauingenieure, machen das heute zum Beispiel schon ganz fantastisch. Oder auch die Universität Münster. Solche Beispiele auch zu verbreiten, über solche Dinge auch öffentlich zu reden, das ist, glaube ich, gut. Weil das ist im Moment die Diskussion in der Wissenschaft. Wir reden doch an allen Stellen darüber, wie wir mehr Transparenz in das Wissenschaftssystem hineinbekommen können, wie wir das, was es dort an Forschungsergebnissen gibt, auch stärker verbreiten können, wie wir mehr Vernetzung und Austausch des Wissens unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern organisieren können. Und ich möchte Sie noch mal bitten, an diesem Punkt wirklich sehr sachlich und vorsichtig in die Debatte zu gehen, weil das, was an Verunsicherungen dort gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen entstanden ist, das ist nicht im Sinne dieses Landes und das ist nicht gut. Wir wünschen uns da... Wir wünschen uns den Kontakt zwischen der Wissenschaft und der Praxis. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen auch mit Praktikerinnen und Praktikern zusammenarbeiten. Und das ist etwas Wichtiges, was wir auch unterstützen möchten. Also, meine Damen und Herren, diese Debatte wird sehr emotional geführt. Gesetze geben aber in den seltensten Fällen wirklich Antworten auf Emotionen, auf Gefühle. Bei Gesetzen geht es darum, etwas zu regeln. Und dieses Gesetz regelt die Zusammenarbeit zwischen dem Land und den Hochschulen, die Art und Weise, wie in den Hochschulen auf die Herausforderungen der Zukunft eingegangen wird. Und wir haben da als Gesellschaft riesige Herausforderungen. Wir haben die demografischen Veränderungen, wir haben den Klimawandel. Wir müssen uns um die Zukunft der Mobilität kümmern. Und dafür brauchen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch zusammenarbeiten können. Heute kann kein einzelner Forschungsbereich mehr Antworten geben auf diese großen Fragen. Da geht es nicht mehr nur um Wettbewerb und um das Gegeneinander. Wir müssen jetzt auch das Miteinander organisieren, das über die Disziplinen hinweg arbeiten, weil wir nur so Antworten auf diese Fragen bekommen werden. Und wir haben als Land die Verantwortung, uns darum zu kümmern, dass wir ausreichend Fachkräfte hier in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung haben. Das sind große Herausforderungen, für die wir mit dem Hochschulzukunftsgesetz den richtigen Rahmen setzen und die wir in aller Ruhe, sobald das Gesetz hier ins Parlament eingebracht ist, in aller Ruhe miteinander diskutieren werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Schulze. Für die SPD-Fraktion spricht der Herr Kollege Bell. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist nun eine sehr emotionale Atmosphäre, in der diese Debatte stattfindet. Mein Kollege Schultheiß hat zu der Frage, zu dem Begriff, den Herr Laschet eingeführt hat, Krieg gegen die Hochschulen Stellung genommen. Ich will aber sehr deutlich sagen, dass ich den Zwischenruf, dass unser Kollege Schultheiß wie Janukowitsch wäre, scharf missbillige und zurückweise und eine Entschuldigung des Zwischenrufers erwarte. Wenn das den Ton der Debatte in diesem Hohen Haus über Hochschulpolitik ausmacht, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dann müssen diejenigen, die diesen Ton anstimmen, nicht glauben, dass sie Fürsprecher der Hochschulen sind. Sie sind nichts anderes als billige Klaköre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Laschet, ich habe Ihren Beitrag so verstanden, dass das zentrale Argument, was Sie eingebracht haben,
dass es mehr staatliche Bevormundung in dem Referentenentwurf des Ministeriums gegenüber dem alten Gesetz gäbe, Ihnen in einem Gespräch mit den Rektoren zugetragen worden wäre, nämlich, dass in einer Suchmaschine das Wort Ministerium eingegeben worden wäre und dass die Mehrzahl der Begrifflichkeit der Beweis wäre, dass mehr staatliche Bevormundung an Hochschulen geplant wäre. Lieber Herr Laschet, wenn das die Qualität der Beiträge der Rektoren ist, die Sie hier aufnehmen, dann wundert mich nicht, dass hier außer lautem Gebrüll nichts Sachliches zustande kommt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich die Redebeiträge von CDU und FDP, liebe Frau Freimuth, hier so zur Kenntnis nehme, und Herr Dr. Berger wird ja gleich in bekannter Tonalität sprechen, ich kann ja heute leider nicht hinter Ihnen sprechen, dann ist es wirklich erstaunlich, erstaunlich, wie viel Seinsgewissheit vorherrscht. Man hat ja wirklich den Eindruck, wenn wir über die Hochschullandschaft und das Gesetz der schwarz-gelben Regierung sprechen, dass wir am Ende einer historischen Entwicklung stehen, an der es keine Verbesserung in den Hochschulgesetzen dieses Landes mehr geben kann. Liebe Frau Freimuth, das erinnert mich viel mehr an Sozialismus als alles andere. Ein selbstreferenzielles System, das Entwicklung aus sich heraus steuert und Dialoge über Ausrichtung und Veränderungsnotwendigkeiten aus der Sicht der Autonomie führt. Kollege. Offensichtlich aber, Debatten, nein, ich lasse keine Zwischenfrage zu, offensichtlich aber die Frage des politischen Diskurses und die Frage, ob es Änderungsnotwendigkeiten gibt, an diesem Gesetz als Zumutung betrachtet. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich zitiere Herrn Professor Schneidewind, dem ehemaligen Rektor der Universität Oldenburg und jetzigen Präsidenten des Wuppertal-Institutes, aus der Publikation mit Frau Rodowski zur transformativen Wissenschaft. Er sagt, die Autonomie der Hochschulen war ein zentraler Effizienzmotor für deren Weiterentwicklung. Jetzt droht sie, in eine Arroganz der Unabhängigkeit umzuschlagen. Und dies kann zu Effekten führen, die die erreichte Entwicklung umkehren, nämlich den Rückfall in alte direkte Steuerungsmuster. Und er fordert deshalb, das fordert nicht alleine die SPD, er fordert deshalb, dass die Hochschulen zukünftig mehr gesellschaftlich relevante Beiträge zu leisten haben und diese auch nach außen zu verdeutlichen haben und dass neue intelligente politische Steuerungsmuster zu entwickeln seien, die die Vorzüge der gewonnenen Hochschulautonomie erhalten, aber Politik mehr Möglichkeiten einer gesellschaftlich gewollten Steuerung einräumen. Und das, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist nicht Pfui, sondern das ist von uns politisch gewollt und das ist Wissenschaftspolitik, wie wir sie verstehen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Professor stellen? Nein, das ist keine Zwischenfrage. Und wer sich die Stellungnahmen so zu eigen macht, wie Sie das tun, liebe Frau Freimuth, in Ihrer Drucksache den Vorsitzenden, den Sprecher der nordrhein-westfälischen Studentenwerke Günter Remmel zitiert, der das Gesetz als unnötig, kontrollversetzend und letztlich falsch bezeichnet, sagt, der Gesetzentwurf sei ein einziger Affront den Studentenwerken, werde kollektiv das Misstrauen ausgesprochen, keine einzige der geplanten Änderungen mache Sinn. Der macht sich natürlich auch die Stellungnahmen ein Stück weit zu eigen. Und ich will es nur mal an einem Beispiel deutlich machen, dass man da durchaus vorsichtig sein sollte. Da sieht man durchaus, das ist die offizielle Stellungnahme der Geschäftsführer der Hochschulsozialwerke. Hätten Sie lesen können, Herr Dr. Berger. Zur Frage Frauenquote, ich zitiere, im Übrigen ist auch inhaltlich nicht einzusehen, warum einer der wenig geeignet erscheinenden weiblichen Kandidatinnen der Vorzug gegeben werden soll vor einem besser geeigneten männlichen Kandidaten. Das sagt zur Frage der Besetzung der Beteiligungsgremien eine Geschäftsführerrunde,
die eine Belegschaft mit 80% Frauen haben, mit 80% Frauen und 55% Studierende an den Universitäten. Meine Kollegin Hammelrath hat das in der inhaltlichen Diskussionsrunde in unserem Arbeitskreis mit dem Kommentar versehen, in welchen Höhlen haben diese Männer denn in den letzten 30 Jahren gesessen? Sie selber, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wissen, was Sie hier tun. Und deswegen sage ich noch einmal, wir wollen mit diesem Gesetz eine Demokratisierung der Hochschulen erreichen, gute Arbeit umsetzen, Frauenförderung an den Hochschulen realisieren, für ein erfolgreiches Studium die Weichen auf Grün stellen und mehr Transparenz erreichen. In diesem Sinne werden wir den Gesetzentwurf weiterentwickeln. Ich lade Sie zum Dialog ein. Aber wenn Sie Dialog wollen, nehmen Sie ihn ernsthaft auf. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Kollege Bell. Und es steht bereit Herr Dr. Berger für die CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir erleben im Moment ein tiefes Zerwürfnis zwischen der Wissenschaftslandschaft auf der einen Seite und der Ministerin auf der anderen Seite. Seit Beginn dieses Landes gab es keine Wissenschaftsministerin, die so wenig ernst genommen worden ist von ihren eigenen Hochschulen wie Sie, Frau Schulze. Und ist der Grund liegt daran, dass Sie einen Entwurf vorgelegt haben und überhaupt keine Grundlage für diesen Entwurf haben. Sie hätten eine Grundlage, wenn Sie das bestehende Gesetz evaluieren würden. Dann wüssten Sie, wo es Verbesserungsbedarf gäbe, und dann könnten Sie reagieren. Aber Sie haben 2 Jahre lang mit irgendwelchen Menschen gesprochen, haben im Ministerium einen Schönheitswettbewerb über sich ergehen lassen müssen, damit das Ministerium endlich wieder die Macht zurückerhalten kann, was Sie so sehnlich vermissen im Ministerium, und jetzt einen Referentenentwurf vorgestellt, der komplett von der Wissenschaftslandschaft abgelehnt wird. Das können Sie nicht ignorieren. Und wie Sie sich hier hingestellt haben, Frau Ministerin, war das ein dreister Vernebelungsversuch über das, was in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Wir reden über Drittmittel. Sie führen einen neuen Paragraphen ein. Bisher müssen Drittmittel auch veröffentlicht werden. Das steht schon im Hochschulfreiheitsgesetz. Jetzt führen Sie einen neuen Paragraphen ein. Ja, wenn Sie es nicht wollen, dass da weiter dran gedreht wird, warum führen Sie den Paragraphen ein? Aber Sie führen ihn einfach ein, weil Sie nicht wissen, auf welcher Grundlage Sie fußen. Und daher kommt das. Sie sagen, Sie wollen Landesinteresse verfolgen. Na klar, dazu gibt es Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Da brauchen Sie keinen Plan, den Sie sich selber ausdenken und dem anderen nicht folgen wollen. Und der letzte Punkt, die Rahmenbedingungen, und da appelliere ich an alle Abgeordneten von Rot und Grün, die Rahmenbedingungen geben dem Ministerium so viel Macht in die Hand, dass der Landtag über nichts mehr zu entscheiden hat. Es ist ein undemokratisches Instrument. Und deswegen bitte ich alle Parlamentarier, auch aus Sicht heraus, lehnen Sie das Instrument der Rahmenbedingungen ab, evaluieren Sie das bestehende Gesetz und stoppen Sie die Degeneration Nordrhein-Westfalens über diesen geplanten Referentenentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Berger. Für die FDP-Fraktion spricht nun Herr Kollege Hafke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Eindruck in diesem Parlament täuscht etwas. Hier müssen noch 1-2 Leute von Ihnen dieses Gesetz verteidigen, wahrscheinlich mittlerweile auch etwas unter Schmerzen. Aber da draußen, Frau Schulze, da draußen im Land sind Sie ganz allein. Niemand außer dem DGB, der in der Begründung des Gesetzesentwurfs ja dafür auch lobend erwähnt wird, kann Ihrem Gesetzesvorhaben etwas Gutes abgewinnen. Und es ist nicht nur ein stilles Nicht-Gut-Finden. Es geht ein Sturm der Entrüstung durch Nordrhein-Westfalen. Noch niemals waren die Hochschulen so gegen das Land aufgebracht. Das ist das Erste, was Sie mal langsam anerkennen müssen. Egal, wie das Beratungsverfahren auch hier ausgeht, die Beziehung zwischen dem Land und den Hochschulen ist bereits jetzt massiv beschädigt. Das ist Ihr Verdienst, Frau Ministerin. Aber es ist ja nicht so, dass Sie einsichtig wären.
Alle gegen Sie, alle in großer Sorge, Frau Ministerin. Ihnen ist das egal. Nein, Sie beschweren sich sogar noch über die Hochschulen, werfen Ihnen vor, eine Kampagne gegen Sie zu führen. Abgesehen davon, dass das vollkommener Quatsch ist. Was für eine Selbstüberschätzung ist das eigentlich, Frau Ministerin? Die Unis haben es ja wohl kaum nötig, sich an Ihnen abzuarbeiten. Sie machen das, weil Sie eine schlechte Regierungspolitik machen. Das ist die Situation, die wir hier in Nordrhein-Westfalen vorfinden. Es ist hier nicht nur ein schlecht gemachter Gesetzesentwurf, Frau Ministerin. Es ist auch offenbar eine zutiefste Überzeugung, die dahinter steht. Und mit diesem Rechtsverständnis, mit diesem Verständnis von staatlicher Kontrolle, dürften Sie eigentlich keine Verantwortung in Nordrhein-Westfalen für die Wissenschaft haben. Frau Ministerin Schulze, ich fordere Sie hier und heute noch einmal auf, im Namen der Studierenden, der Beteiligten an den Hochschulen, der Hochschulleitung, dieses Gesetzesvorhaben nicht auf den Weg zu bringen. Damit würden Sie dem Land einen großen Dienst erweisen und die Erfolge, die Sie eben aufgeführt haben, tatsächlich dann auch honorieren und sagen, dass NRW auf einem guten Weg ist. Dieses Gesetz braucht kein Mensch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Hafke. Und für die Piratenfraktion hat das Wort Kollege Bayer. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studenten, liebe Wissenschaftler, auch liebe Rektoren, liebe Mittelvergebenen, liebe autonomen Hochschulen. Neu in dieser Runde hier ist der Antrag der CDU. Willkommen. Hochschulzukunftsgesetz nicht reif für parlamentarische Beratung. Ja, das ist richtig, das stimmt, aber auch Herr Schulteis und Frau Seidel haben recht. Es ist nämlich richtig, weil es ein Referentenentwurf ist. Dieser Entwurf ist ein Entwurf. Ein finales Parlamentsdokument liegt mir noch nicht vor und Ihnen auch nicht. Allein deshalb ist es auch noch nicht reif für eine parlamentarische Beratung. Allerdings muss ich sagen, dieser Entwurf ist allerdings auch kein Entwurf, ist allerdings auch kein großer Wurf. Nichts, was man nach einem dreijährigen Dialogverfahren erwarten konnte. Und Herr Hafke, ja, der Eindruck beim Feedback täuscht, aber nicht so, wie Sie es wahrnehmen. Wir kritisieren, dass der Meinung der Mitglieder der Hochschulräte übermäßig viel Gewicht beigemessen wird. Noch sind immerhin Studenten an Hochschulen kein lästiges Beiwerk. Hochschulen sind nicht nur Direktoren, sagte Herr Schulteis gerade richtig. Und es heißt auch immer noch Forschung und Lehre und nicht Innovation und Wirtschaftskraft. Aber insgesamt finden sich zwar wirklich viele gute Details in dem Entwurf, aber Wichtiges wurde vergessen und vieles kann und muss man besser machen. Und wenn der Entwurf so eingebracht würde, müssten wir im Landtag viele Änderungsanträge einbringen oder Alternativen vorlegen. Das ist dann auch unsere Aufgabe als Legislative und dieser Arbeit scheuen wir uns nicht. Herr Laschet, wir müssen dann nicht den Rücktritt der Ministerin Schulze fordern und wenn sie das Gesetz einbringt, es ist unsere Aufgabe, da korrigierend einzuwirken. Herr Schulteis sagte zu Drittelmittelforschung, hier müsse in geeigneter Weise veröffentlicht werden. Und auf das Informationsfreiheitsgesetz hat er verwiesen. Betriebsgeheimnisse sind kein Grund, mit öffentlichen Geldern finanzierte, den Menschen im Land gehörende Forschungsdaten zurückzuhalten. Drittmittel helfen bei der Finanzierung, aber wenn den Menschen im Land nachher nichts bleibt, dann sind alle Mittel verschwendet. Frau Seidel zitierte die Ruhrgas-Universität. Gut, dass es noch nicht so weit gekommen ist, auch wenn optisch die Universität mittlerweile Wettbewerbsstadien oder so gleichen. Und Frau Freimuth, Ihr DDR-Vergleich hinkt, denn wir wollen ja nicht, dass die Wirtschaft alleine Staatsaufgabe ist und mit Staatsknete bezahlt wird die Wirtschaft. Aber wir wollen sehr wohl, dass Forschung und Lehre Aufgabe des Landes bleibt und ist und bleibt. Labore der Zukunft, haben Sie gesagt. Meine Frage ist, für wen? Und meine Antwort wäre, für Studenten und die Wissenschaft, für alle Menschen, nicht nur für Unternehmen. Wissenschaft muss sogar Fehler machen. Sie muss Fehler machen, nicht renditorientiert oder mit möglichst wenig Risiko arbeiten. Nur so entsteht aus Wissenschaft neue Wissenschaft und so weiter. Das ist mit einem Leistungsbegriff nicht ohne weiteres vereinbar. Und Frau Ministerin Schulze, Wissenschaft muss auch nicht ausschließlich dringende Fragen der Gesellschaft beantworten. Sie ist nämlich frei. Und Frau Ministerin Schulze, bitte nehmen Sie auch mit, im Parlament
sollte ein Landeshochschulentwicklungsplan beschlossen werden, nicht in irgendwelchen Hinterzimmern der Ministerien. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, ja, ich weiß, SPD und Grüne stehen hier zwischen zwei Positionen, einmal der Piraten, fortschrittlicher Position und einer konservativen Position. Das heißt nicht, dass sie genau richtig in der Mitte liegen. Sie liegen irgendwo, vielleicht besser als CDU und FDP. Ich bin froh, dass wir hier noch korrigierend einwirken können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Ich habe jetzt hier keine weiteren Wortmeldungen und damit kämen wir zur Abstimmung. Und zwar haben wir jetzt drei Abstimmungen zu vollziehen. Die erste über die Beschlussempfehlung mit der Drucksache Nummer 4670. Der Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung empfiehlt in der Drucksache 4670 den Antrag Drucksache 2281 abzulehnen. Wer stimmt dieser Empfehlung zu? SPD-Fraktion und die Grüne Fraktion sowie die Fraktion der FDP. Ablehnung, Zustimmung. Antragsteller ist Piratenantrag. Zustimmung. Habe ich richtig gesehen? Ich stelle fest, dass SPD, Grüne und FDP der Ablehnung zustimmen. Erstens. Wer ist gegen diese Entscheidung? Die Fraktion der Piraten. Wer enthält sich? Es enthält sich die CDU-Fraktion und der Abgeordnete Stein fraktionslos. Wir kommen zu folgendem Ergebnis. Diese Empfehlung ist mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP angenommen und der Antrag Drucksache 2281 abgelehnt. Wir kommen zweitens nun zum Beschluss über die Beschlussempfehlung Drucksache 4842. Der Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung empfiehlt in Drucksache 4842 den Antrag Drucksache 4584 abzulehnen. Wer stimmt dieser Ablehnung zu? SPD und Grüne sowie die Fraktion der Piraten. Wer stimmt dagegen? CDU und FDP sowie der fraktionslose Abgeordnete Stein. Gibt es Enthaltungen? Es gibt keine Enthaltungen. Damit ist diese Empfehlung mit den Stimmen der Piraten, der SPD und der Grünen angenommen. Drittens stimmen wir ab über den Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 4825. Die antragstellende Fraktion der CDU hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen also damit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags. Ich hatte die Drucksache schon genannt, 4825. Wer stimmt diesem Antrag zu? CDU und FDP und der fraktionslose Kollege Stein. Wer stimmt gegen diesen Antrag? Die SPD, die Grüne Fraktion und die Fraktion der Piraten. Gibt es Enthaltungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall und damit ist der Antrag mit den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten abgelehnt. Vielen Dank. Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt